Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkey. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 10.07.2023. Und unser DAX, der konnte am Freitag mal wieder aufatmen, mal wieder ein bisschen entspannen, ein bisschen Druck rausnehmen und einfach ein bisschen durchatmen. Unterm Strich ist er eigentlich dem nachgekommen, was wir sehen wollten. Nicht ganz exakt so, wie ich es vor Augen hatte, muss man auch dazu sagen. Aber weitestgehend. Wir hatten darüber gesprochen, dass nach solchen Tagen der Bewegungsdrang bei vielen unheimlich groß ist, weil sie gemerkt haben, sie haben hier richtig was verpasst, waren vielleicht sogar noch long drin, sind am Überlegen, long raus, short rein und so weiter. Und das sind so klassische Tage, muss man ja auch so sagen, ne? Die kommen zwei, maximal dreimal im Monat vor. Mehr gibt es von so Tagen in der Regel nicht im Monat, ne? Das auf, ich sag mal, eins von 20 Jahren hast du so eine Tage auch mal 10-mal im Monat. Aber ist einfach nicht die Regel. Es ist einfach nicht die Regel, ja. Und deswegen auch Vorsicht nochmal im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob ich das am Freitag auch schon erwähnt hatte. Für diejenigen, die dann da sind, ich glaube, das haben wir gesagt, ja, aber für diejenigen, die da sitzen und dann ihre kompletten Trading-Setups überprüfen und sich hinterfragen und sagen, Mensch, so viele Punkte hätte ich doch da haben können, ich hätte halt einfach nur mal laufen lassen müssen. Mensch, künftig lasse ich einfach immer nur laufen. Das sind halt Ausnahmetage, die nennt man so, weil sie wirklich nicht sehr oft auftreten. Wer dann da sagt, na, es wäre so einfach gewesen, an dem Tag so viele Punkte zu machen, der wird bei allen anderen Tagen feststellen, hätte er so agiert wie das, wie hier, wo es ihm so viele Punkte gebracht hätte, wird unterm Strich halt echt viel immer liegen lassen halt, ne, und auch nicht viel mitnehmen. Und deswegen da einfach auch ein bisschen der Hinweis, macht da vorsichtig, ne, nehmt so einen Tag nicht als Anlass, um das eigene Setup zu hinterfragen, nehmt es aber als Anlass, das Risikomanagement zu hinterfragen, denn euer Setup muss solche Tage abkönnen. Es darf nicht sein, dass euch das komplette Depot abraucht, auch wenn es vielleicht nicht komplett gegrillt wurde und ihr vielleicht noch mit Glück da auch noch mit blauem Auge davonkommt, aber das darf nicht sein. Ja? Beim nächsten Mal, und wenn es erst in 6 Monaten ist, kommt hier noch eine 1000-Punkte-Bewegung hinterher und dann seid ihr richtig aufgeschmissen und das muss ein Setup abkönnen. Ja? Das heißt, ihr dürft in so einem Fall gar nicht mehr long drinstehen mit einem Hebelprodukt. Da müsst ihr eine Methodik haben, um da vorher schon rauszugehen. Ja, wenn ihr Schwäche seht und die beschleunigt und die drückt auf mit Abwärtsgap, tiefere Tiefs, Markt wirft ein Verkaufssignal nach dem anderen, darf es nicht sein, dass ihr da so lange long drin sitzt, dass ihr irgendwann hofft, wieder rauszukommen. Das ist ineffizient und funktioniert unterm Strich auch nicht profitabel auf Dauer gesehen. Ja, das kann man wirklich so festhalten. Aber wer jetzt sagt, oh Mensch, hier und vielleicht sollte ich doch künftig gucken und hier und da die Kerzen anders traden und so weiter und die TPs einfach länger ziehen, das hätte an dem Tag so gut geklappt, einfach mehr. Das ist immer so, die Leute, die sind eigentlich, also erfahrungsgemäß sind die Leute gar nicht so unzufrieden, wenn sie hier long drinne saßen. Sie sind unzufrieden, wenn sie short drinne waren und nur 30, 50 statt 300 mitgenommen haben. Ja, das ist ganz faszinierend, das auch immer wieder zu beobachten, dass die Leute viel frustrierter sind, wenn sie denken, sie hätten doch so viel mehr Punkte noch haben können. Da muss man wirklich aufpassen, Vorsicht, 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 mit den falschen Ambitionen. Sowas kommt eben in der Regel nicht vor und da muss man für sich entscheiden, okay, möchte ich 2, 3 Tage im Monat halt richtig gut performen oder möchte ich die anderen 28 gut mitnehmen oder 26, 27, je nachdem, beziehungsweise wir haben ja, wie viele Handelstage im Monat, 21, dann sind es die restlichen 18, ja, das muss man immer ein bisschen Piano machen, ein bisschen mit Vernunft und Weitsicht auch agieren. Zum Freitag hat mir gesagt, dass er bestimmt eben unten nochmal drunter haut, die Leute Short reinlockt, die anderen aus dem Longs vielleicht sogar raustreibt, die hier eben das den Vortag ausgesessen haben, weil die Angst kriegen, dass es noch weiter abschmiert, dass er dann nach oben läuft und dann wieder zurück zwurbelt. Wichtig war, dass er über die 550 kommt, ne? Das hat man so gesagt, über 550 sollte er hoch bis an 700 und über 700 sogar an die 900. Ich hoffe, das war jetzt nicht, doch, das war auch in der Morgenanalyse besprochen, ne? War jetzt nicht bloß bei uns in den Updates, aber doch, haben wir so besprochen, ne? Also 700 bis 37 hier, ne? Oder 27. Und der nächste Bereich ist ja hier die 900er-Zone. Und die 900er-Zone wird jetzt für die nächste Woche recht interessant, wenn unser DAX in die Erholung halten kann. Mir fehlt hier noch so ein bisschen das nach... Der hat schön nach unten gezockt, aber für mich war es ein bisschen zu wenig. Ja, also er hatte von hier einen guten Schnaps wieder nach unten abgegeben. Es waren fast 80 Punkte. Und dann von hier oben auch nochmal richtig nach unten gerödelt. Auch nochmal gut 80 Punkte. Aber irgendwie hat mir noch was gefehlt in dem Bereich hier so, auch um die 5...
Der im Zweifel sogar fast 5,30, 5,50, irgendwie da rein, hätte ich ihn schon gerne nochmal gesehen. Es hätte auch besser ins Bild gepasst. Und dann bin ich sehr gespannt, wie der Montag wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir entweder einen sehr ruppigen Montag kriegen, der nach oben richtig Stress auf die Trage bringt, der gleich früh uns auch sportlich reinstartet, 9,15 schon bestimmt gut und gerne über 27, 57 steht. Dann rutscht er nochmal kurz hoch und sobald er dann, ja, ich sag mal, nach 39, nach 10 Uhr neue Tageshochs bringt, hat er wirklich Potenzial, auch in die 900 reinzulaufen. Und das wird dann nochmal ein richtig hartes Brett hier. Die 900 von unten kommt, wird für mich so das Hauptaugenmerk der Woche eigentlich. Das ist sowohl eine schöne Zone zum Reintraden, aber auch eine schöne Zone zum Raustreten, wenn er umdreht. Weil der von hier eben auch wieder einen ganzen Meter zurückspringen kann und im Zweifel sogar noch so ein drittes rotes Kästchen dann daneben bauen könnte. Ja, also wenn er von hier, sag ich mal, hier sich dann irgendwie so 2, 3 Tage noch zur Seite wegfummelt und dann bricht er nach unten wieder weg, dann können wir von hier unten nochmal Richtung 360, 2,50 anzählen. Und das dann quasi, ich zeige euch das mal kurz, was ich meine, versteht uns vielleicht ein bisschen besser, ne, dass man dann vielleicht sogar sowas noch sieht. Aber wir gucken erstmal, wie er reinkommt. Ja. Dafür muss er wirklich auf Zug sein, dass er das schon am Montag, Dienstag schafft. Sollte er eher zurückrudern, könnte ich mir vorstellen, dass wir zurückrudern auf die 5,50 bis 5,30 so. Kann auch sogar 500 nochmal werden. Und von dort dann aber wieder aufdrehen und nochmal Richtung 87, 800 handeln. Das wäre so für mich ein konservativer Montag, der eher darauf hindeuten dürfte, dass es dann die nächsten Tage sehr, sehr ruhig wird und vielleicht sogar auch Volatilität rausnimmt und die Erholung dann hier echt sich eine ganze Weile in dem Bereich hier irgendwie so noch zur Seite wegfummelt. Ja, also auch so ein abverkauftes Aufwärtsgap bis runter auf 5,50, dann wieder aufdrehen, das wäre so eine Piano-Variante. Die aggressive Kontervariante wäre wirklich harte Spitze nach oben, 27, 57 bis 9,15 Uhr. Dann kurze Rebound nach 39, nach 10 Uhr weiter hoch und dann Richtung 900. Und dann wäre er ein bisschen aggressiver, dann kann er auch mehr oben raus schaffen. Ja, aber muss er eben auch so machen. Und kriegen wir eine richtig frontal Abwärtsgap, ich sag mal unter 550, unter 570 würde sogar schon reichen. Abwärtsgap unter 570 offen lassen, neue Tiefs. Dann wird es nochmal richtig gefährlich hier. Dann wird er von einem neuen Tief definitiv wahrscheinlich auch erstmal wieder nach oben rödeln, weil viel zu viele dann Short reinspringen und Longs auflösen. Ja, der kommt dann auch wieder hier unten, zack, zuckt wieder nach oben, läuft zurück. Aber der wird dann hier so runterkleckern, so Stück für Stück über mehrere Tage Richtung 300, 270 und dann auch tiefer. Ja, also das kann auch ganze Etage tiefer gehen, dann ist hier nicht Schluss. Das wäre für mich so ein bisschen die Negativvariante. Ja, ich weiß nicht, was kommt. Ich kennen die Zukunft nicht, ja, deswegen setzt euch nicht hin und sagt, na, was bringt mir denn die Analyse jetzt, hoch, runter oder zur Seite, das weiß ich auch selber, sondern achtet auf diese kleinen, wie soll ich sagen, dieses Wenn, was in jeder Analyse quasi Gegenstand ist, ne? Diese Einleitung, das ist wichtig. Seht ihr einen Abwärtsgap, könnt ihr die anderen zwei Varianten ja schon mal ausklammern. Seht ihr einen Aufwärtsgap, ist das jetzt wichtig, hält das, verkauft es ab. Und damit kann ich schon definitiv nicht am Start sagen, hey, der Martin hat gesagt, es steigt heute bis, keine Ahnung, ich gehe jetzt long. Aber das sollt ihr auch nicht, sondern ihr sollt gucken, ihr sollt mit dem Markt gehen, ihr sollt wahrnehmen, wie bewegt sich der Markt und schauen, in welchem von dem Szenario bewegt er sich. Und dann kann man auch hinten raus in so ein Szenario noch einspringen. Muss nicht der Erste sein, gleich, der sich da die Nase aufreißt. Sondern man kann auch gut ein bisschen warten und gucken, wie läuft er denn. Und wenn ich sehe, okay, er läuft hier auf 550, 500 und dreht sich nach oben, dann kann ich doch dort einen Long probieren. Und so die Analyse für mich nutzen, ohne dass ich weiß, wo es hingeht, ohne dass ich Zukunft kenne und hell sehen kann, sondern rein nur aus der statistischen Wahrscheinlichkeit unserer charttechnischen Muster. Ansonsten gibt es auch nochmal den Hinweis zum Seminar. Ja, also wer grundsätzlich Schwierigkeiten hat oder einfach auch von uns einfach bisschen Erfahrung noch mit aufsammeln möchte, ein bisschen kleine Handkniffe, wo kommen unsere Linien her, wie kommen wir auf die Regeln, warum sagen wir nach 39, worauf beruht das alles, was steckt dahinter? Das ist in der Analyse hier, in der Morgenanalyse, immer alles recht kurz zusammengefasst. Ne, ist natürlich auch, liegt wesentlich mehr an, ich sag mal, Wissen auch dahinter, was man benutzt für eine Analyse. Ja, also was alles lernen möchte, wissen möchte oder auch wissen möchte, wie man daraus ein Setup bildet, wo packe ich meinen Stop-Loss hin, wo steige ich ein, wie lange halte ich den Trade, wo gehe ich raus. Ja, wie kriege ich mich in den Griff, dass ich eben nicht an einem Tag im Monat immer wieder meine ganzen Gewinne der letzten Wochen verliere und sowas. Sowas machen wir beim Seminar. Könnt ihr euch mit einschreiben lassen, Seminar.
money-monkeys.com. Ich packe es noch hinten raus. Natürlich kostenpflichtig das Seminar, aber die ganzen Infos und Details, was drin ist und sowas, das machen wir alles. Ich schicke mir einfach eine Mail, dann kriegt ihr von mir Copy and Paste so eine Vorlage. Da steht dann alles drin. Und dann könnt ihr für euch sagen, ja, möchte ich oder ja, möchte ich nicht. Und ja, das Seminar ist September, letztes Wochenende. 23. 24., wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe. Lass mich noch ganz kurz reingucken. 23. 24. September, genau. Und Punkt. Thema aus. Machen wir hier zu. Wünsche euch viel Erfolg. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.